Einfluss der Kindheit auf deinen Erfolg im Leben. Teil unserer Erfahrungen sind unsere Programme aus der Kindheit. Lebt euren eigenen Traum. Lasst euch nicht zu viel von irgendwelchen Menschen oder Meinungen beeinflussen, sondern macht das, was ihr in eurem Herzen fühlt, was richtig ist so. Und entwickeln oder entfalten heißt ja nur herauswickeln, herausfalten, was schon darinnen ist. Nicht künstlich irgendeinen Scheiß aufsetzen, der gerade in ist. Genau so, Vera. Genau so läuft das Schulsystem. Warum wird nicht das individuelle Potenzial herausgearbeitet, was jeder in sich trägt, sondern es wird versucht, alle gleich zu machen. Deswegen sind wir doch so eine gleichgeschaltete Gesellschaft, wo keiner mehr individuell ist und keiner sich mehr traut, individuell zu sein. Und eines dieser Programme ist sehr gefährlich, das ist unsere Anti-Fehler-Haltung. Es ist immer besser, was zu tun und eventuell einen Fehler zu machen, als es einfach nicht zu tun. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut, meine lieben Freunde. Liebe geht raus. Mal wieder ein bisschen oberkörperfrei hier am Rumsitzen. Es ist mega heiß. Und zwar gehen wir jetzt in eine weitere Reaction rein, ein weiteres Video, und zwar endlich mal wieder von der guten Vera F. Birkenbiel. Das Video heißt Einfluss der Kindheit auf deinen Erfolg im Leben, Potenzial entfalten. Vera F. Birkenbiel, ich habe Bock, endlich mal wieder ein Video von ihr reinzuziehen. Liebe geht raus, rest in peace, Vera, ich liebe dich auf jeden Fall. Du warst eine sehr gute Frau oder bist eine sehr gute Frau. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir direkt rein in den Peter. Lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen. Liebe geht raus und los. Teil unserer Erfahrungen sind unsere Programme aus der Kindheit. Das ist auch ein Teilthema des heutigen Tages. Wenn Sie sich vorstellen, das waren Sie zum Zeitpunkt Ihrer Geburt, also das ist gestrichelt. Wenn Sie sich erinnern, es war in der Regel sehr hell und ziemlich cool, als Sie da rauskamen. Nee, ist klar, Vera, da kann ich mich noch dran erinnern, als ob es gestern wäre, als ich da rausgekommen bin. Das war das aus dem Laden. Potenzial, in dem Sie geboren wurden. Und wenn Sie das entwickeln hätten dürfen, dann wären Sie ein Homo sapiens geworden, ein Weiser. Von wegen intelligent und kreativ. Und erfolgreich, tolles Selbstwertgefühl, etc. Falls Sie so einen kennen, sagen Sie Bescheid. Da ist nämlich in der Regel was dazwischen gekommen. Und das nennen wir Erziehung. Und so hat man uns normal gemacht. Ist leider true, Digga. Es ist leider true, dass viele Leute mit der Zeit, dann mit den Jahren ihr Potenzial verlieren, was sie eigentlich hatten, was wir eigentlich alle hatten. So. Und dann von der Welt, von den Eltern eventuell, von Erlebnissen und so, so manipuliert werden, dass wir denken, dass wir nicht mehr Helden sind eigentlich, Superhelden. Menschen, die alles schaffen können und alles erreichen können, was sie wollen. So. Aber wir lassen uns extrem limitieren. Von allen Seiten, auch in der Schule und so. Und das ist halt schon traurig. Und das ist auch deswegen, versuche ich auch den Leuten immer zu sagen, lebt euren eigenen Traum. Lasst euch nicht zu viel von irgendwelchen Menschen oder Meinungen beeinflussen, sondern macht das, was ihr in eurem Herzen fühlt, was richtig ist so. Weil jeder hat eine Bestimmung, jeder hat ein Geschenk bekommen von Gott, was er finden muss und ausleben muss so. Und ja, man darf sich halt nicht so krass lenken lassen, Mann. Be unique, Digga, sei so, wie du bist, embrace das und mach das Beste draus. Und ich möchte sie bisschen auffordern, das ist nicht das Hauptthema heute, aber es ist ein wichtiger Aspekt, den ich mit hineingenommen habe, weil es ja auch um Ihre persönliche Zukunft geht. Schauen Sie, dass Sie möglichst viel Ihres ursprünglichen Potenzials entwickeln können. Und entwickeln oder entfalten heißt ja nur herauswickeln, herausfalten, was schon darinnen ist. Nicht künstlich irgendeinen Scheiß aufsetzen, der gerade in ist. Den lernen Sie jetzt. Sondern herausfinden, was ist denn drin in Ihnen. So, genau so, Vera. Und wenn sich ein Lebewesen entfaltet, gemäß den genetischen Vorgaben, dann ist es erfolgreich, dann fühlt es sich wohl, dann macht Wachstum Freude. Soll passieren. Kennen Sie diese Metapher, die hat ein amerikanischer Lehrer sich ausgedacht, von der Tierschule? Haben Sie das schon mal gehört? Nee. Man hat in der Tierschule beschlossen, das Curriculum soll also sein, der Lehrplan soll also sein, schwimmen, laufen, klettern und rennen.
Also laufen und rennen ist dasselbe. Schwimmen, klettern, laufen oder rennen. Mir fehlt noch was, ist wurscht. Und die Ente, die konnte also sehr gut schwimmen, aber nicht gut klettern. Und die musste dann immer nachsitzen und klettern üben. Von wegen an den Schwächen arbeiten. So, genau so läuft das Schulsystem. Mann, das hat mich schon immer aufgeregt, schon wo ich jung war. Dass ich mir dachte, warum wird nicht das individuelle Potenzial herausgearbeitet, was jeder in sich trägt? Sondern es wird versucht, alle gleich zu machen. Deswegen sind wir doch so eine gleichgeschaltete Gesellschaft, wo keiner mehr individuell ist und keiner sich mehr traut, individuell zu sein. Und jeder Angst davor hat, er selbst zu sein, weil er dann eventuell ausgegrenzt wird oder so. Das ist einfach, das ist traurig, Bro. Genau so funktioniert das, weißt du? Und ich wäre froh gewesen, wenn was ich zum Beispiel in Amerika immer geiler fand, ist, dass das sportliche Potenzial von Leuten gefördert wird, so. Ich hatte immer ein heftiges sportliches Potenzial, egal welche Sportart wir in der Schule gemacht haben, ich war immer der Beste. Und wenn das wirklich gefördert werden würde, dann hätte das auch eine richtig krasse Karriere sein können. Und genauso aber auch in anderen Bereichen. Der eine ist im Malen krass, der andere hat künstlerische Fähigkeiten. Der eine ist vielleicht ein Klassenclown, aber ist ein Entertainer, Dicker. Weißt du, wie ich meine so? Und wenn man die Potenziale so individuell fördern würde, dann könnte wirklich jeder Mensch seinen Traum leben. Aber ist das gewollt, dass jeder Mensch seinen Traum lebt? Nein. So ein Schmarrn. Nach einer Weile konnte sie weder gut schwimmen, noch gut klettern. Also im Schwimmen war sie Durchschnitt geworden, aber in der Schule stört das keinen, wenn sie Durchschnitt sind. Also hat es außer ihr keinen gestört. Und so geht das mit dem Eichhörnchen und verschiedenen Viechern. Und das passiert in unserem Viecher, ey, das sind Tiere, meine Süße. Nicht die, meine süßen Tiere diskreditieren hier, Vera. Das höre ich nicht gerne, die Jungs innen muss ich in Schutz nehmen. System, wo alle über einen Leisten geschoren werden, wobei wir hier weder Eltern noch Schüler, weder Eltern noch Lehrerschelte betreiben. Wir wissen jetzt aus der neuen Forschung viel mehr, als wir früher gewusst haben. Die armen Leute können nichts dafür, dass sie uns versaut haben. Die Frage ist nur, ob wir unsere Kinder auch versauen wollen. Oder ob wir selber... Die können nichts dafür, dass sie uns versaut haben. Ja, normal, Digga. Das ist das System, was uns versaut und nicht die einzelnen Personen. Im eigenen Leben was retten wollen. Und deswegen möchte ich Ihnen vorschlagen, im letzten Teil werden Sie nur Strategien bekommen. Eine nach der anderen. Und da ist eine Strategie dabei... Militante Veganerin würde jetzt ausrasten. Militanter Lovelock auch, Bro. Wir haben vorhin schon gesprochen, wenn Sie Lebensunternehmer werden wollen, dann brauchen Sie ein Talentportfolio. So wie der Künstler früher seine Mappe hatte, wo er seine Zeichnungen reingetan hat, dann konnte er zeigen, was er kann. Und unser Talentportfolio, um das zu füllen, müssen wir wissen, wo liegen unsere genetischen Potenziale, wo liegen unsere Talente. Und dazu bekommen Sie eine Inventurübung. Die dauert ungefähr... zwischen 4 und 8 Wochen, je nachdem, wie intensiv Sie es betreiben. Das ist so eine wichtige Sache, ne? Potenzialfindung und so. Das müsste eigentlich in der Schule beigebracht werden. Wie finde ich mein eigenes Potenzial? So. Wenn du da... Bro. Ja. Das wäre so einfach eigentlich, weißt du, wie ich meine? Einfach sein Potenzial zu suchen und zu finden. Dass das mal Teil von der Schule sein würde, so. Viele Kinder und viele Leute bekommen davon gar nicht mit. Weißt du, wie ich meine? Die erst im späten Erwachsenenalter hören die mal davon, dass, ey, vielleicht habe ich Potenzial in mir, was ich entfalten kann. Das machen sie nebenbei. Neben dem Fernsehen, Seminarteilnehmer gucken immer nie fern. Spannend. Aber falls sie mal Fernsehen täten, weil der Lebenspartner unbedingt gucken will und sie sich dann des lieben Friedens willen daneben setzen oder so ähnlich. Neben dem Fernsehen machen sie das, kostet sie also keine Realzeit. Und wenn Sie genügend gesammelt haben, das erkläre ich Ihnen nachher, dann tun Sie damit etwas, das dauert dann ein paar Stunden. Dann wissen Sie, wofür Sie wirklich geeignet sind. Nicht wegen, sondern trotz Schule die Stärken finden. Und wie gesagt, es dauert viel... Nicht wegen, sondern trotz Schule. Mann, Digga, das ist einfach Seelenverwandte von mir, ja. 8 Wochen, aber nachdem Sie es bis jetzt nicht wussten, kommt es auf die 4 bis 8 Wochen Anima an. So, und in dieser Erziehung hat man uns Dinge beigebracht, die nicht unser Hauptthema heute sein können, aber ich will kurz andeuten, wir sind programmiert worden wie kleine Roboter und eines dieser Programme ist sehr gefährlich, das ist unsere Anti-Fehler-Haltung. Wichtig. Und wir waren vorhin dabei, dass Sie dem Kunden irgendeinen Stuss erzählen und der nicht weiß, wovon Sie reden, weil er keine Fäden dazu hat. Der will aber nicht sagen zu Ihnen, dass er Sie nicht versteht. Der hat nämlich Anti-Fehler-Programme.
Also nickt der und sagt, ja, geben Sie mir meinen Katalog mit. Ich überlege mir das nochmal. Sehen Sie, und jetzt ist ein bisschen Schicksal. Der 10. Berater, mit dem er redet, da versteht er dann schon 50%. Aber der, den er versteht, den wird er lieben. Da wird er sagen, das Produkt ist das Beste. Der weiß gar nicht, was da abläuft. Es gibt ein österreichisches Kabarettteam. Und da kommt spät nachts, vielleicht kann mir jemand helfen von Ihnen, ich muss mal rauskriegen, wie die Sendung heißt. Ich bin da ab und zu reingeraten, so nachts zwischen 3 und 4. Ja, ehrlich wahr. Und zwischen den Kabarett-Spots ist dann so kurz so dunkelgrau mit so Flecken, als ob der Fernseher kaputt wäre und dann kommt der nächste Gag. Also ich finde das ziemlich blöd, aber daran erkennt man sie. Falls Sie die Sendung kennen, dann sagen, ja, ich weiß. So, und die haben mal, da habe ich mal zufällig auf ein Video gedrückt gehabt und da habe ich etwas erwischt von denen, etwas erwuschen. Da haben... Was ich jetzt nochmal kurz dazu sagen wollte, zu diesem Anti-Fehler-Programm, dass Menschen Angst davor haben, Fehler zu machen. So. Aber wenn du wirklich erfolgreich sein willst und wenn du deine Potenziale entfachen möchtest und deine Potenziale überhaupt finden möchtest, musst du Dinge tun, ohne davor Angst zu haben, eventuell Fehler zu machen. Es ist immer besser, was zu tun und eventuell einen Fehler zu machen, als es einfach nicht zu tun. So. Jeder Fehler bringt dich nach vorne. Das ist so, Leute haben Angst, Fehler zu machen oder zu versagen oder mal Dinge zu tun, die dann missverstanden werden oder was auch immer so und machen dann die Dinge nicht. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Du musst Mut haben und Dinge tun, vor denen du eventuell Angst hast und du darfst keine Angst vor Fehler haben. Jeder Fehler ist was Gutes. Du kannst nur daraus lernen und besser werden. Also vor circa 10 Jahren, als es den Begriff Globalisierungsfalle noch gar nicht gab, haben die sich den Begriff ausgedacht und haben Leuten ein Mikrofon unter die Nase gehalten und haben sie gefragt, ob die Globalisierungsfalle in Österreich verboten werden sollte. Damit haben sie also keinesfalls das gemeint, was heute unter Globalisierungsfalle manchmal gemeint ist. Also vergessen Sie das, was Sie darüber wissen. Die haben sich den Begriff einfach ausgedacht, um zu sehen, wie viele der Leute sagen, was meinen Sie? Ich weiß nicht, wovon Sie reden, was soll denn das sein oder sonst was. Der Erste, der drankommt, bei dem verstehen Sie wahrscheinlich ganz wenig, aber es macht nichts. Sie merken ja nur, er redet ständig weiter, darum geht's ja nur. Was er sagt, ist eh wurscht. Die Zweite, die sagt, das verstehen Sie ganz gut. Und dann kommt eine junge Dame, da kommt dann noch ein Herr, dann kommt eine junge Dame, die ist dann bei der Genforschung gelandet, irgendwie. Und sie weiß zwar nicht, wovon die Rede ist, sagt aber, so krass würde sie es nicht ausdrücken. Lauschen Sie mal, das sind Leute mit Anti-Fehler-Programmen. Die haben gelernt, dass man keine Fehler machen darf und wenn einem einer unterläuft, darf man sich nicht erwischen lassen. Muss man so tun, als ob nichts ist. So. Aber Leute trauen sich auch nicht zu fragen, so, was meinst du eigentlich damit oder so. Tun immer so, gerade in Deutschland, Digga, diese Besserwisserei so, dass die alles wissen und zu alles eine Antwort haben, obwohl die vielleicht gar keinen Plan haben. So. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht gut. So ist auch nicht schlimm, wenn du mal eine Sache nicht verstehst oder nicht weißt. Frag einfach, Bro. Und drum haben sie gelernt. Dagegen. Dafür, dass in Österreich die Globalisierungsfalle verboten wird. Ja. Warum? Warum wir da unten zu einem Kaffee gefahren und nicht ich habe so viele Jahre, dass es hier nicht mehr geht. Naja, das sollte nicht verboten werden. Ich glaube nicht. Keineswegs. Soll bleiben, so wie es ist und im Gegenteil gefördert werden. Wenn's mich jetzt sogar... Und keiner weiß, worum es geht, wa? Die antworten alle und tun so, als ob die wissen. Fragen, das ist ein bisschen, weiß nicht, weit hergeholt. Also ich meine, ich möchte das jetzt nicht so sagen, ich arbeite in einer PR-Agentur und wir haben jetzt auch mit jemandem zu tun, der bezüglich Gentechnik ist. Ich glaube, man sollte es nicht unbedingt verbieten, aber Globalisierungsfalle, das wird so krass ausdrücken. Die Globalisierungsfalle, mit der, schauen Sie, die funktioniert mindestens schon seit 20 Jahren. Mhm. Nur hat es niemand begriffen. Außer ihm, wie schön, dass er so clever ist. Sehen Sie, das sind Programme aus der Kindheit. Der Dreijährige, der baut mit Bauklötzen, das Ganze fällt zusammen, der ist völlig fasziniert. Nanu, das Einzige, was ihn interessiert, was ist da los? Wenn er 9 ist, es passiert ihm eine Panne, schaut er sich verstohlen um, ob es jemand gemerkt hat, ist er schon völlig verseucht. So, Facts. Da weiß er schon, Mann darf keine Fehler machen, wenn einem einer unterläuft, darf man sich nicht erwischen lassen. Deswegen verbringen wir so viel Zeit unseres Lebens mit Rechtfertigungen. Also erstmal Schulzuweisungen, nicht? Das wird doch in der Schule schön so beigebracht, Digga. Da kommt der Finger dann. Du hast einen Fehler gemacht. Du bist schlecht. Sind ja nicht schuld.
Natürlich auch zu Hause. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, dann haben wir gute Erklärungen, warum es passiert ist. Das sind die Rechtfertigungen. Sagen Sie mal, ich habe ein kleines Problem. Würde es Sie stören? Nee, würde Sie nicht stören, wenn ich meine Schuhe ausziehe, gell? Mein Hühnerauge drückt dermaßen, ich kann mich nicht konzentrieren. Digga, die ist so am Arsch, Digga, ich seh's dir. Geil, Alter. Die ist einfach voll so eine lockere, coole Frau, einfach. Lieb ich. So eine Homie, Alter. Passt doch gut, ne? Sag mal, stört's, wenn ich noch kurz einen Joint anzünde nebenbei, Digga, wenn ich hier rede? Wenn ich heute ein Stück Teppich bekommen habe, kann ich auch auf dem Teppich. So. Das heißt also, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dann kann es sein, dass wir deren Selbstwertgefühl massiv angreifen und merken es gar nicht, weil wir sie zum Beispiel in diese Fehlerfalle hineinlocken. Und dann möchte er nicht zugeben, dass er nicht weiß, was es ist, dann nickt er mit dem Kopf, dann sagen sie hinterher, der hat alles verstanden. Also ein Fallbeispiel ganz phänomenaler Art kann ich Ihnen geben. Als ich das erste Mal in Richtung einer Immobilie nachgedacht habe, da habe ich mit 4 Beratern geredet, bis ich das dann delegiert habe an die Frau Tietze und habe mich danach nicht mehr um die Details gekümmert. Und alle diese 4 redeten immer von einem Disagio und keiner konnte mir erklären, was das ist. Ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß nur, dass wir damals eins hatten, dass ich dadurch 50.000 Mark Steuer angeblich gespart habe. Aber wie das funktioniert, weiß ich bis heute nicht. Nur ich habe mich auseinandergesetzt damit. Ich kenne meine Antifehler-Programme und wenn man sie kennt, kann man lernen, sie zu knacken. Es gibt einen Rat von Mark McCormick. Mark McCormick ist der Mann, der Sport zum internationalen Event gemacht hat. Das war Mark McCormick. Einer, der in der Gosse aufgewachsen ist. Sogenannte Street Smarts, das heißt die Intelligenz der Straße. Street Smarts. Vera is from the streets, motherfucker. Hat ihn erzogen. Einer, der nicht einmal die Oberschule geschafft hat. Und der dann später an der Harvard University Vorlesungen gehalten hat, wie man ein Business aufzieht und ein Buch geschrieben hat, was man an der Harvard University nicht lernt oder nicht gelehrt bekommt. Das ist dieser Mann. Real Life, Bro. Real Life bringt dir so viele Sachen bei, die du an der Harvard-Universität oder im Abitur oder wo auch immer nicht lernen kannst. So. Street Smartness extrem wichtig. Der hat gesagt, die Amis haben ja auch ihre Anti-Fehler-Programme, der hat gesagt, um dagegen anzugehen, rate ich Ihnen, jeden Tag mindestens einmal sagen, da habe ich Mist gebaut, habe ich vorhin schon gemacht, nicht? Falsche Nummer da, habe ich schon, ja, kann ich schon abhaken. Für heute mein Minimum habe ich schon erfüllt. Jeden Tag mindestens einmal sagen, okay, habe ich Mist gebaut, einen Fehler gemacht, stehe ich dazu. Jeden Tag mindestens einmal sagen, das weiß ich nicht. So wie bei der Globalisierungsfalle, ne? Weiß ich nicht, was meinen Sie? Und jeden Tag mindestens einmal sagen, helfen Sie mir oder hilf mir. Das hilft uns, das Anti-Fehler-Programm zu knacken. So. Damit hätten schon viele Probleme, mal zuzugeben, Digga, ich weiß nicht, keine Ahnung, können Sie mir helfen? Kannst du mir weiterhelfen, so? Wichtig. Je sensibler Sie damit umgehen. Ich schwöre dir, umso erfolgreicher wirst du, wenn du das wirklich aufbrichst, so. Weil dann traust du dich wieder zu fragen und Fehler zuzugeben und einzugestehen und Fehler machen zu wollen. Fehler machen ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, extrem wichtig. Ist doch weniger groß ist die Gefahr, dass Sie bei Mitarbeitern, Kollegen, Kunden von privat ganz zu schweigen, das Selbstwertgefühl der Leute angreifen wegen der Fehler, weil sie ganz sensibel werden. Sie helfen dann Leuten, die mit der Rechtfertigung beginnen, indem sie sagen, ja, das war sicherlich sehr schwierig, kann ich gut verstehen. Nicht, sie kommen ihnen entgegen oder sie sagen, ja, das habe ich jetzt wieder so fachmännisch erklärt, bitte um Entschuldigung. Wenn man dann glaubt, man weiß es, dann glänzt man so gerne mit den falschen Ausdrücken. Fangen wir nochmal ganz von vorne an, geben Sie mir eine zweite Chance. Das kommt an. Das sind also kleine Strategien dagegen. So, das ist also, warum Sie Ihr eigenes Potenzial dann besonders auch entwickeln sollen. Ich küsse Ihr Herz auf jeden Fall. Vera F. Birkenbiel, Liebe geht raus. Ganzes Video natürlich unten verlinkt in der Beschreibung. Ich finde dieses diese Erkenntnis zu machen, dass man keine Angst davor hat, Fehler zu machen, extrem wichtig. Für jeden. Und ich hoffe, die Message ist rübergekommen. Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community. Eure Gedanken wie immer unten in die Kommentare rein. Liebe geht raus von mir. Und ja, Mann, wir beenden das Video. Peace out.